Ja, auch heute wieder extremer Wind. Jetzt gehen wir ein bisschen in den geschützteren Wald. Servus die Manu, grüß euch die Burm. Ja, ihr seht mich, ich bin wieder mal unterwegs. Nein, noch nicht. Habe aber heute wirklich nicht viel Zeit. 1,5-2 Stunden, dann muss ich wieder daheim sein. Daher mal eine andere Seite von meinem Hauswald wieder. Da zische ich ein bisschen durch den Wald durch, da wir extrem viel Wind wieder haben. Habe auch nur wirklich kleinstes Gepäck dabei. Habe einen neuen Benzinbrenner dabei, den Optimus Svea 123. Den möchte ich heute ein bisschen mal in der freien Natur testen. Ja, und das war's auch schon wieder. Und ich denke, ihr seid sowieso dabei. Also schauen wir, was wir sehen. Gehen wir. Ja, da sind gerade von mir ein paar so weiße Ärsche davon gesprungen. Hier hinten aus dem Dickicht. Da dürfte mal sein Luftballon auf die Reise geschickt worden sein. Hängt aber nichts mehr dran, keine Adresse, was man normal so macht. Ja, da auch nichts drauf ist, werden wir den auch mitnehmen und entsorgen zu Hause. Absolut geiles Plätzchen hier. Auch hier wieder schön die Kräfte zu sehen, eigentlich ein Flachwurzler. Den hat der Wind umgelegt. Der hat hier einen kleinen mitgerissen und der hat den regelrecht gespalten. Und ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn der da vorne loskommt, wie der zurückschnellt. Ja, ich bin auch schon auf dem Rückweg durch den Wald. Na, ich werde mir jetzt noch ein schönes Plätzchen suchen, denn den Brenner will ich schon noch testen. Und dann muss ich eh schon wieder nach Hause. Ja, auch kurze Trips sind super. Hauptsache draußen. Ja, der steht auch noch, obwohl... Ja, der ist innen schon komplett hohl. Geil. Ich denke, ich werde mir es hier gleich gemütlich machen. Ja, hier ist das gute Teil jetzt einmal. Ich habe den in seinen Rollsack gegeben. Und ja, das ist das edle Teil. Wir haben hier oben seine kleinen Töpfchen mit 200 Milliliter. Hier herinnen haben wir noch seinen Aluwinkel, damit kann man den Topf dann nehmen. Ja, werde ich sicher nicht verwenden. Ich habe Töpfe genug. Dann kann man den ganzen hier zerlegen. Dann kann man den abziehen. Dann kommt der eigentliche Brenner zum Vorschein. Und hier herinnen ist noch an einer Kette befestigt der Schlüssel zum Einstellen der Düse. Ja, der ganze Brenner arbeitet ohne Pumpe. Das ist quasi ein Expansionsgefäß. Wir haben hier eine kleine Ausnehmung. Ist jetzt schon schmutzig, habe ihn schon mal getestet. Hier kann man Spiritus, Alkohol. Ich verwende ein bisschen verdünnte Brennpaste, damit der ganze Brenner mal vorgewärmt wird und dann zündet er erst. Und das werde ich euch jetzt einmal aus der Nähe zeigen, wie das geht. Ja, das Gefäß soll man auch nur 2/3 anfüllen. Da passen 120 Milliliter rein. Dann ist er 2/3 voll und brennt mit Vollgas bitte 50 Minuten. Also alle Achtung. Ich habe hier Brennpaste mit. Die habe ich mir mit Bioethanol extrem verdünnt, damit das Ganze etwas flüssiger wird. Dann verteilt sich das schöner.
denn ich habe mir das Teil hauptsächlich gekauft für den Winter, für den Einsatz. Und ja, jetzt wird das einmal entzündet. Und dann nehmen wir ganz einfach ein Steckerl tauchen das ein, wenn das Ganze entzünden. Und auch hier. Jawohl. So, jetzt kann man eigentlich den Aufsatz schon draufsetzen. Hier kommt der Schlüssel durch die Öffnung. Dann setzt man den auf. Arretiert den wieder. Und steckt den Schlüssel an. Und jetzt warten wir, bis er vorgeheizt ist. Das dauert circa eine halbe Minute, Minute, je nachdem, wie kalt das Wetter ist. Jawohl, jetzt wird er auch gleich zünden. Und da ist er. Man kann hier die Füße noch verdrehen, damit man eine größere Auflage kriegt. Und jetzt auf in mein Käfchen. Ja, angegeben wird das Teil, dass es in ca. 7 Minuten 1 Liter Wasser zum Kochen bringt. Also er hat ca. 1400 Watt. Da geht schon ein bisschen was weiter. Klar, er faucht natürlich. Das ist nicht so meins, aber okay. Ich habe ihn extra gedacht für den Winter. Da ist eigentlich Benzin oder so Multifuel das Beste, was es gibt. Ja, dieser Benzinkoch ist ja keine Neuerfindung. Den haben ja hauptsächlich Bergsteiger. Der ist ja schon seit Jahrzehnten in Verwendung. Fertig ist er. Ja, und einfach abdrehen. So, Freunde, das ist es wieder mal. Ja, Freunde, mein altbewährtes Prost wieder an alle. Jo, Bialett eben, brauche ich nichts mehr sagen. Ja, und bei den Temperaturen, wir haben so circa zwischen 8 und 10 Grad, wird es natürlich auch schön langsam frisch. Ja, wird auch nicht mehr lange hell sein. Ja, ich trinke jetzt mein Käfchen noch in Ruhe aus und dann muss ich sowieso wieder nach Hause. Das Wochenende habe ich leider extrem wenig Zeit. Morgen überhaupt nicht. So. Ja, wie immer, ich bin zwar mitten im Wald, aber das gehört sich einfach. So, und jetzt geht's ab nach Hause. Ja, ich befinde mich jetzt am Rückweg und man spürt in den Fingern schon, dass sie klamm werden. Dadurch, dass es jetzt schon langsam dämmerig wird, will ich auch nicht mehr quer durch den Wald. Die Tiere sind jetzt unterwegs zu ihren Futterplätzen und da will ich am allerwenigsten stören. Ja, Freunde, ab jetzt gibt es auch nichts mehr Spektakuläres. War nur eine kleine Tour. Wir haben heuer 4,5 Kilometer. Ja, in dem Sinn wieder danke fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Und man sieht sich. Servus die Malung. Pfiat euch die Buben.